do it! Okie dokie. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil des dritten Erzrivalen-Duells zwischen mir und DJ KR87. Mein Name ist Eagle26 und heute bin ich wieder an der Reihe, um DJ KRs weiter zu schlagen. Er hat sich schier lustig gemacht im letzten Teil, von den er hochgeladen hat, weil ich das Spiel nicht mal auf diesem Schwierigkeitsgrad hier ganz durchgezockt habe. Und dann habe ich nicht gewusst, wie man den Drachen besiegt. Das ist doch ganz normal, wenn man das Spiel lange, lange Zeit nicht mehr gespielt hat. Aber ich habe mir jetzt kurzerhand entschlossen, dass ich das Spiel durchspielen werde, weil ich habe optimale Voraussetzungen. Ich habe jetzt nämlich meinen PS3-Controller da angeschlossen und ich spiele jetzt mit meinem PlayStation 3-Controller am Computer. Du hast verloren, DJ. Hahaha. Gut. Ich hoffe, ich nehme die Klappe nicht allzu voll. Sagt man das so? Irgendwie nicht. Okay, los geht's. Intro haben wir schon gesehen. Leider gibt es immer noch keinen offiziellen Ingame-Sound. Ich habe die Lautsprecher jetzt einfach etwas lauter gemacht, dass ihr auch etwas mitbekommt. So, let's go. Ah, das spielt sich schon viel besser. Mit PlayStation 3 Controller. Und ich kann, das habe ich schnell getestet, ich kann mit dem PlayStation 3 Controller diagonal fliegen. Finde ich sehr gut. Kommt, Autos. So. Sehr gut, das waren die beiden Autos und weiter geht's. Der gute DJKR kam bis zum Schloss, ungefähr. Und hui! Ah, jetzt kommt diese Stelle hier, diese bescheuerte. Komm, Schweinchen, komm. Kommt nur, komm. Ihr werdet alle sterben. Durch einen Schwerthieb von Sparkster. Komm schon. Sei nicht so zimperlich. Hui, das war knapp. Mit der Schwertspitze. Habe ich den Gegner noch getroffen? Oh Mann. Das ist jetzt irgendwie doof. Kommen die noch? Nein, die sind weg. Glück gehabt. Jetzt kommen die Maschinengebrüder. Oder? Ich gehe wieder an den Baum. Ich versuche das nochmals. Komm, 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 komm. Das letzte Mal ist es gut gegangen. Es sieht auch jetzt danach aus, als ob es wieder aufgehen würde. Ja, das funktioniert ja prima. Sehr gut. Gute Taktik. Und jetzt sollte ich das Leben bekommen. Hui! Ach, das ist schön. Auch wenn der PlayStation 3 Controller nicht mein Lieblingscontroller ist. Zur Not sammle ich jetzt mal die Äpfel, weil er hat doch entschieden, dass die Punkte zählen. Und jeder Punkt ist dann entscheidend, wenn wir gleich weit gekommen sind. Beim Schloss ist es zwar noch möglich, einigermaßen zu unterscheiden, wer weitergekommen ist. Jetzt kommen die Superschweine hier. Yeah, alle drei auf einmal. Vier. Jetzt kann ich schon nicht mehr zählen. Es wird immer besser. Hoffentlich habe ich ein gutes Pad an. Sieht so aus. Yep. Los. Weil hier hinten kann er uns nicht treffen. Das ist wunderschön. Ein sehr gutes Gefühl. Und der dürfte gleich Geschichte sein. Ja, der ist Geschichte. Das läuft reibungslos bis jetzt. Aber man darf es nicht verschreien. Woher kommt er? Da. Geh weg. Nein. Oh, mein Bildschirm wurde gerade schwarz. Was?
Was sollte das? Das war nicht gerade witzig. Das wäre jetzt fies gewesen, wenn es direkt fertig gewesen wäre. So, kurz durchatmen. Huh, jetzt kommt die Flugstage. Ja, Flugstage, plus minus. Schießen wir mal diese Luftballons hier ab. Hier hat DJ Kea noch rausgefunden, dass sie rückwärts schießen, wenn sie an einem vorbeigeflogen sind. Doch wenn man es nicht so weit kommen lässt, können sie auch nicht zurückschießen. Das heißt, einfach nur draufballern. Jetzt dürfte dann eh gleich der doofe Drache kommen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Irgendwie traue ich mich nicht. Das ging gerade nochmal gut. Das auch. Das nicht mehr. Und jetzt weiche ich nach oben aus. Das sieht bisher sehr gut aus. Ach, komm. Ja, sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt bin ich schon im Schloss. Und das ist DJs Weite. Also noch ein bisschen weiter bis zu den Feuersäulen. Hier herrscht schon Panik. Scheibenkleister, zu wenig weit gesprungen. Oh man. Oh shit. Das war dumm. Das war nicht geplant, dieser Tod. Definitiv nicht. So, jetzt hier oben irgendwo die Feuersäulen. Gut, ich bin ja beim ersten Versuch. Ich darf nochmal versagen. Hier ist er wunderbar gestorben, der gute DJ. Durch einen Double Kill. Hier verstecke ich mich. Weiter. Er schießt dreimal. Nein. Gut. Im ersten Versuch hat es nicht geklappt. Da muss ich noch schauen, wie ich... Genau in dieser Luke dort ist er auch gestorben. Also wir sind jetzt eigentlich schon wieder gleich weit, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe hier noch zwei Versuche. Dann versuche ich mich direkt nochmals. Müsste hier noch alles angestellt sein eigentlich. Ich wollte es eigentlich sogar in mehreren Teilen machen, wenn ich es nicht auf Anhieb schaffen sollte. Aber ich mache es jetzt gleich auf Anhieb. Ich habe gerade Lust. Also die zweite Feuersäule dort ist richtig knifflig. Ich habe schon eine Idee, wie ich dort ausweichen kann. Mal schauen, ob dies auch funktionieren wird. Gut. Go! Das sollte ich möglichst vermeiden, diese Attacke. Regen nach oben. So, weiter geht's. Jetzt kommt diese Stelle hier. Die mag ich irgendwie gar nicht. Irgendwie habe ich Angst vor diesen Schweinen. Nein. Ach du Scheiße. Da kommen so viele Schweine. Gut. Das war Versuch Nummer 2. Jetzt muss ich im dritten Mal schaffen. Dann muss ich schauen. Ansonsten müsste ich DJ Kea's Video schnell anschauen. Sonst können sie auch zusammen schnell anschauen. Dann gibt es wieder etwas mehr Schneidarbeit für mich. Weil sobald ich in den Vollbildmodus wechsle, stimmt dieses Bild und der Audiokommentar nicht mehr ganz überein. Dann gehen wir jetzt etwas zahmer voran, sag ich mal. Opa, boah, bin ich jetzt erschrocken. Das war ein dummer Tod dort. Der hätte nicht sein müssen. Aber wenn ich bis zum Leben komme, ist gut. Weil das werde ich natürlich sparen. Das werde ich wirklich sparen dann. Ich glaube, hier kommen eben unendlich Schweine. Wenn man nicht langsam vorrückt. Ja, hier kommen verdammt viele Schweine.
Ja, genau. Boah, ich musste zurückgehen. Das wäre zu heiß geworden. Huch, sind alle jetzt weg? Nein, nicht ganz alle. Huch, die verschwinden ja schön aus dem Bild. Finde ich gut. Die sind alle verschwunden. Finde ich nicht schlecht. Jetzt kommen aber noch die Roboter. Aber die mache ich auf gewohnte Art und Weise an den Baum. Auch wenn es recht knapp ist. Es ist verdammt knapp, ja, das gebe ich zu. Aber solange es reicht, nachher kann ich mir nämlich das Leben schnappen. Und das ist dann definitiv nicht schlecht, das war wieder knapp. Hol mir das Leben. Hey, wieso ruckelt das so schön? Das kann nicht am Computer liegen. Ja, zwar ich habe nicht den besten. Punkte! Oh, Licht. Leben mitnehmen. Hui! Ah, das gibt ja gar keine Punkte. Was soll denn das denn? Sehe ich jetzt gerade. So, jetzt kommen die Superschweine. Ein Leben habe ich jetzt. Sehr schön. So, jetzt kommt der Boss. Gutes, so halb gutes Pattern, würde ich sagen. Okay, gerade nochmals aufgegangen. Hätte dümmer kommen können. Ich hoffe jetzt einfach, ich krieg danach kein schwarzes Bild. Gut, das war mal Schweinchen Nummer 1. Warten. Der kommt von oben. Zack. Springen, schießen. Also dieses Muster habe ich draus. Ja, das habe ich im Griff. Ah, dieses viele blaue Schwimmere da, das passt mir überhaupt nicht gerade. Diese vielen Pixelhaufen, obwohl es schön aussieht. Gut. Flugding. So, nochmal tief durchatmen. Let's go. Gut. Der Soundtrack hier ist richtig cool. Ja, ich muss sagen, mit dem PlayStation 3 Controller geht's recht gut von der Hand. Ich bin froh, dass DJ Kerr das erwähnt hat, weil an das hätte ich gar nicht gedacht, dass man den PlayStation 3 Controller an den Computer schließen kann. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich habe es mal mit dem Xbox 360 Controller versucht, aber das ist dann wirklich nur ein Ladekabel. Wow, das ging jetzt aber flott. Das ging jetzt wirklich flott. Und ab in den Turm. Jetzt bin ich schon wieder mein Turm. Jetzt darf ich das Leben einfach nicht verspielen. Gut, sehr gut. Sieht gut aus. Gefällt mir. Ich komme mit dem Leben nach oben. Zwar, der DJ ist auch mit einem Leben gestorben dort oben. Durch den berühmten Double Kill. Oh, das wollte ich nicht. So wollte ich das. Ich lade den mal auf, weil ich habe eine Idee, die ich gerne ausprobieren möchte. Ich muss mich hier drin verstecken. 2, 3. Bin ich auch jetzt zweimal gestorben? Nein, das finde ich gut. Ich muss mir dort was überlegen. Das ist extrem doof dort. Ja, das war jetzt auch sehr glücklich, aber ich musste zurück. Also ganz ehrlich, ich habe momentan keinen Plan, wie ich dieser Feuersäule ausweichen soll. Also ich hoffe, der DJ überlegt sich das nochmal, ob es nach Punkten gehen soll. Eigentlich müsste man ja sagen, er ist weitergekommen. Er ist... Huch. Was war jetzt das, bitteschön?
Ja, das waren meine drei Versuche, lieben Leute. Soll ich jetzt wirklich im Video nachschauen? Wie weit der gute... Ich glaube, der ist auch bis in die Mulde gekommen dort. Also ich müsste nachschauen. Ich war am Rand, am linken Rand der Mulde. War auch am linken Rand. Ich gehe mal schnell raus hier. Ja, jetzt wechselt er dann noch auf 64-Bit. So, gehen wir mal schnell gucken. Nehmen wir uns die Zeit. Nehmen wir uns die Zeit. Ich habe ihn hier ja in den angesagten Kanälen. Dürfte recht schnell zu finden sein. Wo haben wir's? Da muss ich jetzt noch suchen. Erzrivalen-Duell. Ich weiß, ich habe mich auch gar nicht geachtet. Part 1? Nein, Part 3 hätte ich gerne. Bei Part 3, genau. Ja, ja, schönes Intro. Schauen wir uns das mal an. Wow. Okay. Aber ich bin froh, dass ich schon mal weitergekommen bin. Ja, das ist jetzt doof. Also ich finde das jetzt irgendwie doof. Ich glaube, ich habe nämlich ich hatte nämlich weniger Punkte. Ich hoffe, ja, du kriegst wenigstens das mit den Controllern noch so weit geregelt. Ich habe Angst. Das war knapp. Also das hatten wir auch. Ja, das hatten wir auch. Und dann dort in die Mulde. Ja gut, er war bereits auf dem Ding. das war gut, das ist so ein epischer Moment. Ja, wo? Ich glaube, DJ, das müssen wir, glaube ich, mal anschauen, ne? Also, das ist ein bisschen doof, finde ich. Das ist nicht optimal, denke ich. Ja, Leute, ich beende den Part mal an dieser Stelle. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen müssen. Er war natürlich auf der Plattform drauf. Schlussendlich ist vom Bild her, vermutlich sind wir beide gleich weit gekommen. Vom Bild her, das mitbewegt. Von den Punkten her, ja, also ich bin da nicht ganz einverstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er die Regeln aufstellt, er hat sie eigentlich vergessen, wenn wir es ganz genau nehmen. Ich schaue das mal mit DJ an. Ich werde das Video hochladen und dann soll er mal seine Meinung mir sagen. Skype. Kommentare, wie auch immer. Ich bin fast überall erreichbar. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, das ich dann hochladen werde, wann auch immer das sein wird und was für ein Spiel das sein wird. Ich habe schon länger nichts mehr aufgenommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.